Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zurück. Ja, heute erforschen wir die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond und natürlich die Bücher von Vibes of Cosmos. Thema heute: Winde. Winde. Nachdem wir uns im letzten Teil mit den Elementen der Natur und der Aufteilung der Atmosphäre befasst haben, lenken wir unseren Blick für ein umfassendes Verständnis von Erdbeben auf die Winde. In der Luft existieren zwei Arten von Dämpfen, die durch die Erde verursacht werden: der trockene und der feuchte Dampf, wobei sie miteinander verbunden sind, denn es gibt kein trockenes ohne feuchtes und umgekehrt. Die feuchte Verdunstung ist verantwortlich für Regen und den Wasserkreislauf, während die trockene Verdunstung die Ursache und das natürliche Element für alle Winde darstellt. Die Luft durchläuft also trockene und feuchte Phasen, mal feucht, mal trocken. Aufgrund dieser kontinuierlich produzierten Dämpfe zeigen sich Wolken und Winde, abhängig von den Jahreszeiten. Mal überwiegt feuchte Dampfverdunstung, mal trockene oder rauchige Verdunstung. So erleben wir Jahre, die regnerisch und feucht sind, aber auch trockene Jahre mit Winden, entweder lokal oder auf größerer Ebene. Lokale Unterschiede führen zu verschiedenen Phänomenen. Wenn also Regen entsteht, nimmt der Wind ab, während er nach dem Regen wieder stärker wird. Diese Phänomene bewirken, dass die Winde hauptsächlich aus Nord oder Süd kommen, aufgrund der Bewegung der Sonne von Ost nach West. Die Windbewegung erfolgt von oben nach unten. Der superlunare Ort bewegt sich in einem Kreis in Richtung des ätherischen Feldes, was die oberen Schichten der Ionosphäre beeinflusst. Die Position der Sonne zur Mittagszeit und zu jeder anderen Tageszeit erzeugt Konzentrationen und Strömungen von Edelgasen und Wasserstoff. Dies führt zur atmosphärischen Druckbildung von der Ionosphäre in den unteren Schichten und bildet das Grundprinzip der Winde in der Troposphäre, bevor sie fühlbar werden. Dämpfe von der Erde durchlaufen ebenfalls ihren Zyklus. Dies trägt dazu bei, dass die Winde meistens schräg wehen, nicht nur von Norden nach Süden oder umgekehrt. Wie ein Fluss entsteht, wird ein Wind durch die Kombination vieler trockener Dampfphasen erzeugt. Daher sind sie am Anfang, wo sie entstehen, schwach und verstärken sich, wenn sie voranschreiten. Die Sonne kann die Winde und den Regen anregen oder stoppen, indem sie geringe Dämpfe neutralisiert und neue Verdunstung verursacht. Je nach geografischer Lage und Jahreszeit entstehen in einzelnen Gebieten entsprechende Prozentsätze von feuchten und trockenen Dämpfen. Diese verursachen Regen und Winde, während benachbarte Gebiete sich berühren können und die entsprechenden Wetterphänomene auslösen. Ja, das als kurze Erklärung zu den Winden hier in diesem Video, auch wieder kurz und knapp. Wie gesagt, die Teile, die jetzt kommen, habe ich aufgeteilt, denn da sind sehr viele Dinge zu verstehen. Als Empfehlung würde ich natürlich alle Teile schauen, um das wirklich zu verstehen. Wir sind am Anfang in dem vorgehenden Teil, Teil 42, haben wir uns mit den Elementen beschäftigt, den superlunaren Bereich, den sublunaren Bereich, also dem Bereich über dem Mond, was der Äther ist, und unter dem Mond, wo die verschiedenen Atmosphärentypen ja, stattfinden. Und jetzt verstehen wir die Winde, wie diese entstehen. Wieder durch Elektromagnetismus und ja, die Sonne. In den nächsten Teilen wird dann hier drauf aufgebaut und wir reden dann etwas spezifischer über Vulkane, Erdbeben, wie diese auf der flachen Erde entstehen. Ja, schaut mal in die Kommentare bzw. schreibt etwas rein und in die Videobeschreibung lasst mal einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Bis bald.